Top Agrar Vergleichstest Agroland Titanum 300R. Die 4.350 Euro teure Agroland Titanum hinterließ im Test einen guten Eindruck. Sie hat Koppelpunkte für die Kategorie 2 und 3. Der Hubkraftbedarf der 1360 kg schweren Maschine mit Rohrstabwalze ist mäßig. Die Randscheiben klappen senkrecht und werden mit zwei Bolzen auf jeder Seite verriegelt. Auf der linken Maschinenseite klappt zusätzlich das Randblech mit. Hier helfen zwei Federn. Trotzdem lassen sich die Randscheiben auf beiden Seiten nur schwer klappen. Der Hersteller möchte hier beim nächsten Update nachbessern. Die Randbleche lassen sich nur mit Werkzeug verstellen. Auch das möchte Agroland in Zukunft mit einer neuen Konstruktion ändern. Insgesamt ließ sich die Dammbildung mit den Randblechen nahezu vermeiden. Die gezackten Hohlscheiben hatten einen Durchmesser von 560 mm. Die vier äußeren Scheiben waren 510 mm groß. Serienmäßig messen aber auch diese 560 mm. Fährt man mit der linken Maschinenseite zum Ackerrand, muss man etwas mehr Abstand halten. Das Randblech hängt weit über. Mit der rechten Seite konnten wir dichter am Zaun arbeiten. Die Hohlscheiben waren über Gummiwülzüberlass gesichert und konnten sich so auch leicht den Bodenkonturen anpassen. Die minimale Arbeitstiefe betrug 4 cm. Es wurden fast alle Stoppeln herausgerissen. Das Arbeitsbild war schön eben. Erntrückstände wurden gleichmäßig eingemischt. Die Titanum fing unter unseren Bedingungen bei keiner Geschwindigkeit an zu springen. Die gedrillte 510er Rohrstabwalze führt die Scheiben sicher in der Tiefe. Die Verarbeitung der Agroland sah gut aus. Die Maschine ist einfach, aber solide aufgebaut. Das Gerät ist sogar pulverbeschichtet. Die Tiefe lässt sich über ein Lochraster verstellen. Eine Hülse mit aufgeschweißtem Blech reduziert dabei die Flächenpressung auf dem Tragholm der Walze. Wir haben beim zweiten Stoppelstrich so tief wie möglich gearbeitet. Maximal waren 13 cm drin. Für einen recht ebenen Acker mussten wir die Randbleche nachstellen. Unsere Schlepper mit 100 bis 140 PS kamen mit der Maschine spielend zurecht. Die Scheibenenge verstopfte auch bei viel organischer Masse um feuchten Boden nicht. Zusammengeklappt hat die Maschine eine Transportbreite von 2,99 Meter. Eine Beleuchtung ist optional erhältlich. Den vollständigen Vergleich sowie alle Preise lesen Sie in der Januarausgabe 2018.